keine Fingerabdrücke auf den Messern, bitte. Im Hotel Morrison. Mr. Nobbs? Sie bevorzugt Rosen. Lilien bringen sie zum Niesen. Ist der Service tadellos? Welch schöne Rosen, Nobbs. Ma'am? Er ist ein so freundlicher kleiner Herr. Ist das Personal? Und jetzt die Drinks. Albert? Hervorragend. Ich dachte, dass wir einen starken Mann wie ihn hier gebrauchen können. Mr. Mills! Omar, seinesgleichen nutzt ein Mädchen nur aus und lässt es dann auf dem Trockenen sitzen. Sitzen lassen vielleicht, aber sicher nicht auf dem Trockenen. Und das Offensichtliche... Mr. Hubert Page wird morgen einiges anstreichen. Er bat mich um eine Übernachtungsmöglichkeit. Bei mir, Ma'am? Ja, Mr. Nobbs. Bei Ihnen. Täuschend. Jesus, Sie sind eine Frau. Sie werden mich doch nicht verraten. Wie ist Ihr Name? Albert. Ihr echter Name? Albert. Mit der fünffach Oscar-nominierten Glenn Close. Sie müssen niemand anderes als Sie selbst sein. Denken Sie mal, wie Sie all die Jahre überlebt haben. Sie haben hart gearbeitet und Ihr Geld gespart. Sie haben sicher alles unter Ihrer Matratze gebunkert. Der außergewöhnlichste Traum ist es... Ich habe nachgedacht. Ich werde vielleicht ein eigenes Geschäft erwerben und hinter der Theke, da könnte eine Frau stehen. Wollen Sie sich immer zur Frau nehmen? Ein ganz normales Leben zu führen. Ob Sie Lust auf einen kleinen Spaziergang mit mir hätten. Fragen Sie mich gerade, ob ich mit Ihnen ausgehen möchte? Sicher, wieso nicht? Der hat bestimmt Geld. Würden Sie gern hineingehen? Ja, sicher. Wieso tragen Sie eigentlich kein Kostüm? Ich bin ein Butler. Und ich bin ein Doktor. Wir sind beide als wir selbst verkleidet. Ein komischer Kerl. Zumindest hat er Manieren. Naja, seine Manieren bringen dich aber nicht nach Amerika. Maya Wasikowska. Wir werden viel Erfolg mit unserem Laden haben. Und die Vermählung wird ein großes Wunder. Was für ein Mann fragt denn ein Mädchen, ob sie ihn heiraten will, ohne sie jemals geküsst zu haben? Aaron Johnson, Janet McTeer. Ich muss dir etwas sagen. Er nimmt sie nicht mit nach Amerika, er wird sie hier lassen. Ich werde mich um dich kümmern. Sagen Sie mir, was Sie ihr gesagt haben! Joe! Lass mich! Diese Rolle krönt die Karriere von Glenn Close. Ein liebenswerter und überraschender Film. Sie sind wirklich der eigenartigste Mann, den ich je getroffen habe. Albert Nobbs.